is deep. Like a fisherman at sea trying to catch a fish. Hold your horses deep. Like a gardener at work trying to grow his plant. Spin the lucky wheel. If you bet on the red, you might lose it all. Spin the lucky wheel. If you bet on the red, you might lose it all. I feel it in my body, in my toes. This is the time to get rid of the stones. Even if it means that I'm digging a hole, will you come along? At the same time, not yet, maybe. So you have to imagine it. It goes like this. Was erzählen über dich? Was machst du hier in Berlin? Warum bist du hier? Wie lange bist du hier? Ja, ich bin seit Februar hier. Ich bin aus der Schweiz nach Berlin gezogen und ich wollte einfach mehr Musik machen, mehr Zeit haben für Musik und andere Musiker auch kennenlernen. Und ich war schon ein paar Mal hier in Berlin und es hat mir super gut gefallen. Ich kannte schon zwei, drei Leute und vor allem auch Straßenmusiker hier. Und dann habe ich hier angefangen, Straßenmusik zu machen. Am Anfang war ich noch ein bisschen unsicher und wusste auch nicht genau, ob das funktionieren würde. Aber unterdessen funktioniert das sehr gut und es ist wunderschön einfach auch, was da entstehen kann auf der Straße, wenn ich da spiele. Und du weißt nie, wenn du rausgehst, bleibt jemand stehen oder bleiben irgendwie 50 Leute stehen. Und du kannst einfach eine Atmosphäre kreieren auf der Straße und da kommt so viel Energie auch zurück und das ist, finde ich, wunderschön. Das geht aber in der Schweiz auch, oder? Nicht so in dieser Art, nee. Weil hier sind die Behörden schon noch etwas weniger so, also es ist weniger so geregelt. Also man darf halt theoretisch auch nicht mit Verstärker spielen, aber irgendwie alle machen es trotzdem und es wird geduldet an vielen Orten.
Also noch deutscher. Und da, ja, ich habe das einmal probiert, ehrlich gesagt. Und dann ist nach einem Song ist schon ein Polizist dahergekommen auf dem Fahrrad und hat mir gesagt, du darfst da nicht mit Verstärker spielen. Ja, wir haben das ja auch in Deutschland. Also in Bayern ist es auch strenger als hier, ja, glaube ich. Aber südlicher, glaube ich, wird das strenger. Wobei ja eigentlich in Italien ist es dann leider, oder? Ja, ich glaube auch. Habe ich mir auch schon überlegt, da zu touren oder irgendwie so. Straßenmusiktour. Ich habe ja vorhin von dir eine Platte vorhin gekauft. Magst du was dazu sagen? Ja, das ist eigentlich, die ist 2015 erschienen und ich hatte in der Schweiz eine Band und wir haben die auch da zusammen aufgenommen. Na, das ist die. Unterdessen bin ich aber an neuen Songs, also oder an einer neuen Platte dran. Die wird etwas akustischer werden, etwas reduzierter, so wie ich auch alleine auftrete. Und ich habe hier lustigerweise auf der Straße jemanden kennengelernt, der hat mich da gesehen und es hat sich herausgestellt, dass das ein Produzent ist. Und jetzt haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Und ja, und machen eine neue CD, die ja demnächst kommen wird dann. Das ist sehr schön. Also ja, es ist ja auch so, man wird ja plötzlich berühmt. Nicht langsam, sondern plötzlich. Du stehst morgens auf und wunderst dich nur, was los ist. Vielleicht, so ich weiß es nicht. Ich war es noch nie, deswegen kann ich es nicht sagen. Okay, was wünschst du dir? Ich meine, wir haben ja jetzt bald Winter, dann ist das mit der Straßenmusik ein bisschen schwieriger, ne? Genau, das, ja, da muss ich noch einen Weg finden, wie ich da irgendwie diese Zeit überbrücke. Also ich habe viele Konzerte, die auch im Winter dann indoor stattfinden. Das ist gut und ansonsten vielleicht muss ich auch noch verreisen oder so. Das, ja, mal schauen. Also wir laden dich auf jeden Fall herzlich ein zum Antrag Wohnzimmer. Da ist Dankeschön. Auf jeden Fall warm, egal wie kalt es draußen ist. Und wir machen ja Livestream, da musst du deine Community aktivieren. Ja. Wir können dann also weltweit zugucken über YouTube. Ne? Sehr cool. Und wenn du mal was brauchst, sagst du einfach Bescheid. Wir kommen dann vorbei und sind behilflich. Aber schön, vielen Dank. Was machst du nächste Zeit in Berlin? Hast du Termine, die du schon nennen könntest? Ja, ich weiß es gar nicht so auswendig, ehrlich gesagt. Aber auf der Facebook-Seite ist mein Terminkalender aufgelistet. Und da kann man, da sieht man die Konzerte, die noch kommen werden. Vielen, vielen Dank. Schön, danke dass dir. Dass du hier bist. Und vielleicht noch ein Wort an deine Fans. Ja, geht doch entweder auf meine Webseite oder auf meine Facebook-Seite oder auf Spotify findet man meine Musik auch. Kommt irgendwo vorbei an ein Konzert, würde mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay, tschüss.